Uiuiuiuiui. So, hallo. Ja, jetzt, warum mache ich? Ich mache jetzt eins noch auf Deutsch. Warum? Dasselbe Video praktisch auf Deutsch, dasselbe nicht, bisschen kürzer. Aber auf Deutsch, weil das mit dem Untertitel, das ist so aufwendig, weil ich muss das Video gucken, schreiben, wieder gucken. Oh, da bin ich Stunden dran. Das ist für mich einfacher, dass ich ein Video auf Deutsch eben mache. Und genau. Also, ich möchte ja wieder mehr deutschen Content haben. Außerdem darf ich das schon sagen? Boah, ich krieg so was Tolles jetzt zugeschickt demnächst. Ja, hier ist schon, aber da darf ich eigentlich noch nichts zu sagen. Erst muss das 100% sicher sein, bevor ich jetzt hier die, was weiß ich hier, schwör auf die Kacke haue. Von Weltpremiere. Der das jetzt guckt, der weiß, was ich meine. Schönen Gruß geht raus, Michael. Okay, bitte keinen Kommentar dazu schreiben. Weiß ja, habe ich ja gesagt, aber wir werden sehen. Gut, und da kommt ja noch eine neue Lampe für das geile Aquarium. Da darf ich aber auch noch nichts zu sagen, weil die kommt, glaube ich, erst nächste Woche wieder aus dem Urlaub. Aber das wird auch Hammer. Deswegen, jetzt ist der Moment. Falls du noch nicht abonniert hast, klicken und ein Like und ein Kommentar. So, jetzt geht's los. Also, hat's genug Neugier gemacht, ne? Aber ich kann da wirklich noch nichts zu sagen. Das ist ein bisschen, aber das kommt, den nächsten, das wird sich ja zum nächsten 2, 3 Wochen. Gut, worum geht's heute? Hier um einen wackelnden Tisch? Nein, weil ich wollte heute anfangen, das Becken leer zu machen und weil das ist, wie gesagt, das ist hier am Abstürzen. Hier ist fast 2 Zentimeter tiefer, weil der IKEA-Schrank, der ist mal auf der rechten Seite nass geworden und heißt ja hier so Pappe. Der Schrott ist das ja. Deswegen habe ich mein Nachbar. Deswegen habe ich mir ein Untergestell gebaut. Genau. Ja, warum wackelt das hier so? Das hat nicht, weil der Tisch, weil mir den so schlecht gebaut haben, weil meine Fliesen so. Welcher Idiot hat hier die Fliesen gelegt? Ich war das. Also, nein, das ist aber, weil die sind halt, das sind so ziemlich, ja, so graue Steinfliesen, die sind ein bisschen gut. Auf jeden Fall kann man das regulieren. Ich habe mir schon so Dinge gemacht, damit ich dann, wie gesagt, was ich machen will, ist, das Becken mache ich heute leer. Und tu das Altes, das ganze Altwasser tue ich alle nehmen und tu das wieder einsetzen. Ist besser, als wenn ich mit frischem Wasser aufsetze, weil durch Wechsel, ich hole ja die Steine, die dicken Steine raus, die sehr schwer sind, weil ich dann mit meinem Nachbarn das eben anhebe. Wir setzen das dann hier drauf, weil das Becken kommt nicht mehr so, sondern quer, also praktisch. Ups. So kommt das dann. Praktisch so, dass ich mir hier eine Bank hinmachen kann. Das werde ich noch verkleiden mit so einer Holzverkleidung. So was. Weil der Moment in ist, finde ich ganz schön. Die Wand muss ich noch streichen, da muss ich die Nägel noch rausmachen, da wollte ich noch neu streichen. Dann kommen die Bilder wieder dahin. Und dann kommt das Aquarium halt hier drauf. Ist auch höher, da kann man von hier oben schöner reingucken, wenn man so steht. Und wenn ich sitze, sitzt man genau in der Höhe, wo man praktisch genau hier reingucken kann. Weil jetzt sitzt man eigentlich so Kopf zu hoch. Also genau abgestimmt für meine Körpergröße. Nein, gut. Ja, der Tisch ist fertig. Da habe ich jetzt die Aluminiumplatten. Das Eisengestell, jetzt fragt wieder alle, ja, das ist nicht stabil. Also hier kannst du ein Auto drauf tun. Das sind ja nur 120 Kilo. Hier kannst du eine halbe Tonne drauf tun, da würde er halten. Das sind ja noch Querstreben hier unten drunter. Habe ich jetzt so eine Aluminium-Schaumstoffmatte. Dann kommt eine Aluminiumplatte und hier unten auch eine Aluminiumplatte. Warum habe ich das so gemacht? Wenn das nass wird, scheißegal. Sauberwischen, Feierabend. Die Aluminium, wie man in Deutschland hat, die Aluminium, man kann ja in Deutschland so Aluminium. Aluminium, das wäre so geil, das kriegst du aber hier auf der Insel nicht. Das ist, hier ist halt ein bisschen 80er-Jahre-Style bei vielen Sachen. Aber naja, gut. Dann, dass ich das schön ausnivelliere. Wie gesagt, wichtig ist, dass man ja so misst. Also so und so ist ja klar, aber man soll auch überquer. Ne, überkreuz ist ja auch wichtig, dass das immer schön, weil, wie gesagt, das hängt jetzt hier, wenn jetzt hier starke Strömung ist, plätschert mir das hier raus, weil das Becken, also wirklich, schade, dass man das nicht im Video so sieht, aber hängt total schief. Dann habe ich die ganzen T5-Lampen, die alten HKU-Brenner weggemacht, da ja eine neue Lampe kommt. Habe ich jetzt mal nur noch das, weil das ist für mich die einfachste und schnellste Lösung. Eben 2 Kabel drum, bis die neue Lampe kommt. Weil dann werde ich das heute umbauen. Da tue ich dann oben eben 2 neue Löcherchen reinmachen. Das ist ja so ein Aluminiumdach, da kann man so reinschrauben von der Garage. Und genau, da habe ich hier noch mir eine Lampe gekauft, einen LED-Spot. Der wird. Den nehme ich für meinen Technikabteil, um das abends, also nachts zu beleuchten, für 4, 5 Stunden. Nicht die ganze Nacht durch, aber 4, 5 Stunden will ich das noch anlassen, damit ich noch einen besseren pH-Wert habe. Obwohl ich ja Kalkwasser dosiere. Alle Stunde dosiere ich 9 Milliliter laut der Crotec.
Neck 1, die ist ja nicht ganz exakt, aber ist okay. Das da sehe ich direkt in der Aquarium mit einer kleinen, so einem kleinen Röhrchen, sieht man gar nicht. Und kommt direkt ins Becken rein, damit der pH-Wert schön stabil bleibt und mir vorne nicht abstürzt. Ich muss dazu sagen, ich bin ja jetzt nicht, also ich habe ja vorher größere Aquarien gehabt. Also ich finde, der Trend geht immer mehr zu kleineren Aquarien. Erstmal ist das ja ein Kostenfaktor, ne? Weil das ist ja auch nicht gerade günstig, so ein Hobby. Auch vor allen Dingen die Lampen sind alles schweineteuer. Das ist alles schweineteuer. Wenn du wirklich gute Sachen haben willst, ist das alles ein unglaubliches ein Kostenfaktor. Und wenn du da so 2.000, 3.000 Liter, also weiß ich nicht, das ist auch, da kannst du nicht mal eben 500 Gramm Aktivkohle, da musst du direkt 5 Kilo oder so kaufen. Also auch, ist ja, der wird mal verdient. Aber ich gebe da nicht so viel Geld. Ich baue aber jetzt, trotz alledem, habe ich ja nicht so viel, der war mir so ganz kleiner gemacht. Der hat ja nur 120 Liter. Deswegen habe ich das ein bisschen, bin ich auch selber am Testen. Ne? Und das ist ja für mich eh ein Testprojekt, weil ich immer gucken will, wie so die Lampen, wie die Korallen auf die verschiedenen Lampenarten reagieren. Und was mir aufgefallen ist, wenn der pH-Wert bei so einem, also ich habe den jetzt 8,5. Normalerweise bin ich eher ein Freund von 6,5 bis 7. Aber bei den kleinen Aquarien ist mir aufgefallen, bei 8,5 stehen die Korallen definitiv besser. Bei den großen Becken, was ich hatte, das hat gewackelt, nervt, ne? Bei dem großen Becken hatte ich den immer auf 6,5 bis 7. Das war eigentlich ideal. Aber hier ist echt besser, wenn der auf 8,5. Die Korallen stehen definitiv besser. Besonders sieht man das an der Milka-Koralle oder Pistillata. Stylophora pistillata heißt hier im Fachjargon. Weil das ist für mich immer ein guter Indikator. Also ich habe immer zwei Korallen eigentlich mal gewarnt, weil das sind für mich so die Indikatoren. Erstens, die Stylophora, wenn die richtig schön, der Körper richtig fett ist, weil die ist jetzt richtig aufgequollen und die Polypen schön draußen sind und vor allen Dingen ist die komplett durchgefärbt, von oben bis unten, nicht an irgendwelchen Stellen ist sie weiß oder so oder hat gar kein Gewebe mehr, dann stimmt definitiv nicht damit. Das hat nicht unbedingt dort mit der LED-Beleuchtung zu tun oder mit T5. Das hat auch mit der Strömung zu tun, mit den Wasserwerten und vor allem mit der Lichtstärke. Lichtstärke ist meiner Meinung nach super wichtig, auch weil Stylophora oder die ganzen Porzellibrüste, das sind ja alles Lichtmonster. Du kannst denen eigentlich nicht genug Licht bieten. Da könntest du, keine Ahnung, 6 Kessel drüber ballern, das wäre noch nicht, das wäre dann, also jetzt habe ich hier, wie gesagt, die habe ich auf 90% laufen. Also die hat, die haut 240 Watt drüber und die hat, glaube ich, ich weiß gar nicht, die hat 90 Watt, die ist auch auf Vollgas. Das ist, aber guck mal, was das, siehst du, wie wenig das ist. Und Spektrum, ich habe keine Blauphase. Blauphase habe ich nie. Ich finde, Blauphase stresst die Korallen eher und da leidet die Korallenfarbe eher, wenn du plakative Farben mögst, anstatt dass das was Positives bewirkt. Vor allen Dingen, die Fische mögen sowas auch nicht. Es gibt keine Blauphase mehr. Aber naja, gut. Aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, habe ich mir noch so einen LED-Spot. Wie gesagt, der kommt ja in den Zoom. Kommt der rein. Da hatte ich das 5 Stunden so beleuchtet. 4, 5 Stunden. Mal gucken. Und ansonsten gibt nicht viel was zu erzählen. Großartig. Wie gesagt, ich will heute damit anfangen, das halt umzubauen. Mein Nachbar, der kommt gleich, der hilft mir dabei. Filmen tue ich das, glaube ich, nicht, weil das ist so eine, ja, das ist irgendwie nix. Und ja, dann freue ich mich auf das neue Projekt, auf ein neues Aquarium. Auch, wird auch ein kleines Aquarium sein, jetzt nicht so riesig, aber sehr, sehr schick. Das kommt auch nicht hier in der Garage, das kommt auch wieder bei mir in den Wohnraum. Und weil da werde ich auch noch die Tage in Klimaanlage endlich installieren. Und genau, wieder bei sich. Aber ich darf noch nicht mehr zu sagen. Ich muss das erst, ich muss erst abwarten, ob ich das alles so sagen darf. Das sehen wir, aber das seht ihr ja dann im Video. Ihr müsst ja den Kanal abonnieren, wer das noch nicht gemacht hat, macht das jetzt. Und dann weiß ja. Ja, ansonsten Fischen. Ein Fisch ist verstorben, Gramma Loretto, der ist tot. Den habe ich am Freitag bekommen. Den hatte ich vorher auch nicht im Laden gesehen. Und ich, also der ist Freitag bekommen und Montag war er tot. Das ist für mich ein Zeichen. Ansonsten hatte ich ja noch ein Video gemacht, ein kurzes. Und definitiv war ein Giftfang. Also wenn die Fische so sich nach 3 Tagen sich so komisch benehmen, liegen bleiben, dann auf einmal so Zuckungen machen, so ganz komisch schwimmen, dann wieder stehen bleiben und total verrückt, dann ist das meistens ein Giftfang. Naja, das bleibt nicht aus. Der hat dem Händler ein Foto, ein Video geschickt und er meint, nee, die Stress, der andere Gramma Loretta hätte da angegriffen. Gramma Loretto sind Fische, die sich eigentlich untereinander nicht zanken.
die machen vielleicht mal gegeneinander den Mund auf, aber es sind jetzt nicht so, wo die eine der gegen den anderen jagen. Das sind, also ich habe schon 5 Kammerlorettos in einem Aquarium gehabt und das hat wunderbar geklappt. Also 2 oder 3 Kammer ohne Probleme auch in 120 Liter Becken setzen. Außerdem ist der sehr schön bunt und also ich werde auch wieder einen Kammerloretto besorgen. Mal gucken, wo ich einen kriege, der nicht Gift gefangen ist. Oder vielleicht tue ich mir den reservieren, aber wie willst du das kontrollieren? Wie gesagt, in einem Laden, wo Fische sind und eine Installation von Fischen ist und wo keine Korallen sind, muss man eigentlich acht geben, hallo, da ist irgendwas. Entweder tun die mit Kupfer, irgendwie, irgendwas ist da. Salzdichte extrem runtergejagt, hat die Fische halt nicht anfällig sind auf irgendwelche Krankheiten, aber der ist definitiv nicht gestorben, weil er irgendwie weiße Pünktchen oder so bekommen hat, sondern der ist verstorben, weil er einfach definitiv ein Giftfang war. Also in 35 oder 36 Jahren habe ich ja schon so einige Fische gekauft und wenn das ein Giftfang war, war das immer dasselbe, waren immer dieselben Symptome. Also ansonsten sterben die eigentlich relativ, also mir sterben eigentlich relativ wenig Fische. Also ich habe schon mal ein paar Fische gerettet, so hier so ein Weißkehldoktor, der war komplett abgemagert bis auf Papier, dicke und komplett mit weißen Pünktchen und den habe ich auch durchgebracht. War kein Giftfang, sondern einfach nur absolut unterernährt und halt nicht an das unnatürliche Futter halt gewöhnt, weißt du. Aber durch Nori-Algen und so gute Wasserwerte. Ich habe jetzt auch alle 2 Tage habe ich hier 16 Liter Wasser getauscht. Beste für Fische ist gute Wasserqualität. Man kann ja auch so ein Produkt reinkippen von Tropic Mind, funktioniert auch gut, macht die beste Wasserqualität wirklich besser. Aber ich hole eben im Wasser mehr und die blauen Springerli. Die Riffbarsche, da sind ja 6 Stück drin, die sahen auch katastrophal aus, die hatten alle die Flossenriss und also in dem Laden, das ist ja halt nicht hier Germany, ne? Aber naja gut, das waren die auch Katastrophe und na jetzt, denen geht es wieder besser. Einer hat ein bisschen hier einen auf dicke Hose gemacht, ein Springerli, deswegen sage ich den Leuten immer, setzt ruhig 8 oder 10 oder 12 ein. Keine Angst, auch ein kleiner Aquarium, die kann man kann ruhig, Springerli kann man ruhig eine Gruppe einsetzen. Je mehr du einsetzt, desto besser ist der Zucker, weil der Stress unter den Tieren verteilt sich. Weil im Meer, wenn du mal tauchen warst, das sind auch die Riffbarsche, die kleinen, die sind alle in der Gruppe. Da ist immer ein bisschen einmal so, hier wird was du, da, ist normal. Aber wenn du halt mehrere hast, wenn du nur 1 oder 2 hast, hast du mehr Krieg drin, als wenn du zum Beispiel 8 oder 10 hast. Okay? Und ich habe jetzt hier nur 6 eingesetzt. Ich werde auch noch 5 oder so einsetzen. Und dann verteilt sich der Stress und du hast, die streiten sich dann nicht mehr so. Aber einer hatte hier richtig voll, der war der Obermacho, den habe ich rausgefangen und habe den separiert für 2 Tage im Aquarium und danach habe ich wieder eingesetzt. Und siehe da, Stress vorbei. Jetzt, der hat er gemerkt, vielleicht, Fische sind nicht dumm, hat er vielleicht gedacht, okay, wenn ich hier einen auf dicke Hose mache, dann werde ich hier eingesperrt. Ja, seitdem, ich weiß nicht, welcher das war, aber seitdem alles gut. Gut, dann habe ich hier noch so einen kleinen Cauderni, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt. Auf jeden Fall Cauderni. Und der ist, der hat die Flossen auch nicht so schön. Also wie gesagt, der war auch schon im Laden nicht so doll. Ich habe da nicht so richtig drauf geachtet, weil ich dem einfach zu Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Naja gut, auf jeden Fall tue ich den schon mal, wenn ich sehe, dann tue ich den auch mal raus für einen Tag oder so, weil der halt auch noch sehr klein ist und ich habe halt auch eine relativ starke Strömung, das heißt, ein Fisch, der nicht so starke Strömung abhaben kann, aber normalerweise setzen die sich dann dahin wie der andere hinten, wo die halt nicht so eine starke Strömung haben und die ich sehe jetzt den ganzen Tag so stark, also jetzt gerade ist es sowieso nicht so stark, aber ab 17, am 19 Uhr geht die auch runter, dann ist ich habe ich glaube ich Lagune Vortech Lagunenmodus oder so, das ist dann entspannter. Gut, ja, ansonsten habe ich noch die Glasscheibe ein bisschen gekratzt, weil mir aufgefallen ist, ich habe den Boden ein bisschen veralgt. Ich kann das nur zurückführen, weil das Phosphatwert ist echt super niedrig, 0,02, Nitrat messe ich ja gar nicht, immer bei 0. Ist auch nicht relevant, auch wenn das immer noch, das Mythos immer noch besteht, behaupte ich immer noch, Nitrat ist absolut irrelevant. Ammonium, okay, aber Nitrat, aber naja gut. Da scheiden sich die Geister. Ich habe noch nie Nitrat im Aquarium gehabt. Wie gesagt, ich dosiere ja, ist jetzt keine Werbung. Phosphit ist echt ein geiler Produkt, muss man echt sagen. Und dann ab und zu mal mit Reef aktiv. Das, aber wie gesagt, weniger als die Hälfte, was angegeben ist, dosiere ich. Also weniger ist mehr. Auch hier weniger als die Hälfte dosiere ich. Aber ich glaube, da ja ich jetzt nicht so mega viele Korallen im Aquarium habe,
gehen die Phosphatpartikel oder die Partikel, ist ja partikulär, Phosphat-Mikropartikel, setzen sich auf den Boden ab. Naja, und die werden dann nicht aufgefressen und die dadurch ernähren sich dadurch wunderbar dann die Algen. Ich glaube, das ist der Grund, weil die Scheiben sind immer, sind jetzt eigentlich schmutzig, die Scheiben müsste ich mal sauber machen. Und das ist, glaube ich, der Hauptgrund. Aber ist jetzt nichts Schlimmes. Ich meine, da kannst du abkratzen. Ich mache das auch, nicht ab. Ich kratze das ab und dann können die Korallen das wieder verwerten. Perfekt. Das ist ja dann sozusagen Phytoplankton. Gut, ansonsten jetzt, die Lampe jetzt hat sie gerissen, die senkt sich schon ab. Ich habe so Wolkenmodus mal reingemacht, weil ich die ja schon relativ stark laufen lasse. Ist eigentlich ganz gut, dann ist das wieder ein bisschen, weniger, ein bisschen stärker. Und vor allen Dingen habe ich den, was ich ja so schön finde, das werde ich ja in der neuen Lampe auch haben, für dieses Aquarium. Ich bekomme zwei Lampen, deswegen auch zwei, ein komplett neues Aquarium. Darf ich aber auch noch nichts zu sagen, aber bei der anderen Lampe, die jetzt über diesem Aquarium kommt, da ist auch wieder ein richtig geiler Schimmereffekt. Und das ist ja genau das, was ich liebe. Das ist so geil. Das sieht so, so natürlich aus, in Anführungsstrichen, dass du die Lichtkegelreflexion hast. Das ist ja auch was, das ist ja mega. Das sind ja Paarwerte, wenn die Lichtkegel auch im Meer, wo so ein Lichtkegel von der Sonne, der über eine Koralle brennt, das sind ja Paarwerte von, was weiß ich, ich glaube, das haben die mal gemessen, irgendwie Paarwerte von, was weiß ich, was für 1000 Paar die da hatten. Ich würde gerne mal die Paarwerte hier messen, ich müsste mir, glaube ich, mal das Apogee oder wie das heißt, müsste ich mir mal kaufen. Aber kostet 300 Euro, also weiß ich nicht. Deswegen brauche ich noch wieder mehr Klicks, dass ich mal ein paar Euro verdiene mit einem Video, weil das ist so minimal, was man mit so einem YouTube-Video verdient. Die Leute denken, ja, da machst du ein Schweinegeld. 2 oder 3 Euro gibt ein Video oder so. Oh ja. Gut, das ist ein anderes Thema. Ja, sonst der Stigmatura, den ich im Becken habe, also der ist ja einer meiner Lieblingsfische, der macht die Algen, der hat die ganze, ich habe ja so ein Gitter, ein Raster reingesetzt, damit da alles ein bisschen höher ist, der hat das ganze Gitter komplett sauber gemacht, voll Algen. Da waren echt ohne Ende Goldalgen oder was weiß ich, oder Diatomeas, weil ich hatte ja auch ein bisschen höheren TDS-Wert in der Osmoseanlage und der hat das komplett sauber geputzt. Der geht voll ab. Das ist unglaublich. Das Stigmatura ist, und vor allem ist er ein wunderschöner Fisch. Die Attitude von ihm, wie der sich so benimmt, das ist total schön. Also echt wirklich einer meiner Lieblingsfische. Gut, ich kann ja kurz mal die Kamera, komm mal kurz. Die Korallenfarbausfärbung von den Korallen, also die eine Acropora Formosa, die steht natürlich genau unter der Ohrfeck. Ich sage ja, LED, also Ausfärbung LED ist meiner Meinung nach sogar noch besser als T5. Komplett LED mit Wachstum, da gibt es schon ein paar gute Hersteller, wo das auch richtig gut funktioniert. Es gibt auch ein paar, wo das nicht so gut funktioniert. Aber Ausfärbung, also wenn du die nicht wirklich, die Korallen mega stresst und denen da komplett, was weiß ich, 6-7 Stunden am Morgens bis abends so ein blaues Licht drüber brätst. Also die kriegen ein Blau zum Beispiel, was jetzt hier, das ist echt irre. Also muss man echt sagen, also von der Auswirkung her kann ich, also ist Hammer ist das LED, also muss man echt sagen, das ist ja jetzt mal egal, welche LED das ist. Aber gut. Gut, ich nehme jetzt nochmal die Kamera für eine Minute und dann schauen wir mal eben, wie die Korallen aussehen, okay? Alles klar. Vielleicht guckt ja einer von euch auch die spanischen Videos, das ist eigentlich fast das Gleiche. Nur, wie gesagt, mir ist das einfach, wenn ich das eben auf Deutsch mache, als wenn ich jetzt, wie gesagt, mit Untertitel. Das ist so aufwendig mit dem Untertitel. Weil, wie gesagt, Korallen stehen echt Bombe. Also echt Bombe. Muss ich echt sagen, also Ausfärbung ist wirklich fantastisch. Kommt natürlich im Video nicht so rüber. Ich mach mal gerade die Pumpe, das kann man mal von oben gucken. Das ist, glaube ich, die heißt, glaube ich, Acropora Miyagi. In ihrer besten Form. Also sie hat eine Farbe, weiß. Die ist nicht tot, ne? Also da denkst du tot, sondern die hat wirklich weiß. Mit, auch ich habe Algen. Mit, das sind so eine ganz komische, ich habe, durch das ist ja Steine sind ja aus dem Meer. Da habe ich so, guck mal hier, so Kabelalgen. Also wie gesagt, da muss ich irgendwie, die vermehren sich vor allen Dingen wie Sau.
Ich glaube auch durch das Phosphat, weil die Phosphatpartikel fangen sich da drin und können die natürlich die Algen natürlich wunderbar von leben. Aber wie gesagt, die Korallen stehen wirklich Bombe. Da wollte ich euch gerade mal zeigen. Guck mal hier die Milka zum Beispiel. Die habe ich ja da auf dem Stein angeklebt. Die hat, also die ist knüppeldick. Seht ihr das? Wie knüppeldick. Und bis zum, die ist bis, wie bei meinem Mandaquarium ja auch, bis unten auf dem, bis zur Basaltscheibe ist sie komplett durchgefärbt. Auch unten ist sie durchgefärbt, wie man sieht. Wisst ihr? Da ist überall Farbe, da ist nichts weiß oder so. Und das ist für mich eigentlich immer ein guter Indikator. So eine Stylophore, also so eine Milka-Koralle und Xenias. Auch wenn die Xenias halt, muss man höllisch aufpassen, dass sie sich nicht vermehren. Aber meiner Meinung nach ist, bei den Xenias kannst du gut davon ausgehen, wenn sie schön, schön pumpen, wenn die pumpen, schön, wenn die Xenias pumpen, wenn die Strömungspumpe aus ist, dass du halt Eisen im Aquarium hast und vor allen Dingen, dass du auch Jod im Aquarium hast. Da reagieren die nämlich drauf. Und die Stylophora ist ein guter Indikator, meiner Meinung nach, aus meinen Erfahrungswerten. Wenn der KH-Wert einbricht, dann hat die so ein komisches Polypenbild. Und wenn das Lichtspektrum nicht stimmt, dann hat die auch ein sehr, sehr komisches Polypenbild. Und wenn die so richtig dick aufgequollen ist, dann ist der KH-Wert wunderbar. Wie das jetzt hier ist, er bei 8,5. Also laut Salifiat 0,35 ist das, glaube ich. Ich habe normalerweise messe ich den KH mit meinem HANA-Checker, aber ich habe keine Reagenzen mehr. Der Laden da, wo man hier noch was kriegt, der hat im Moment keine. Aber hier die Acropora, also ist ja nur eine Formosa, ich weiß, aber das ist mir völlig Latte. Weil mir geht es darum, dass die Korallen ordentlich ausgefärbt sind. Was für eine Koralle, das ist mir völlig egal. Da die richtig schön ausgefärbt sind. Die habe ich ja, die Montipora. Das ist ja so das Montipora Silber. Aber wenn man die wirklich in der Perfektion hat, wie ich das damals auch hatte, dann wird so eine Montipora hellblau. Hellblau. Da werdet ihr dann noch sehen, die wird hellblau. Ist jetzt auch schon dick geworden. Jetzt fängt sie langsam an, da Spitzen zu wachsen. Und wie gesagt, ist ja nicht jede Acropora-Koralle geeignet für so relativ Tageslicht. Weil wenn die halt tiefer in tieferen Gefilden kommen, dann man weiß halt meistens nie, wo die herkommen, wo die rausgefangen worden sind. Oder so. Meiner Meinung nach ist sowieso alle Aquarien viel zu blau. Viel zu blaulastig. Deswegen haben die Leute immer nur schöne bunte Korallen, wenn das Licht schön blau ist. Weißt du, wenn ich hier jetzt blau stelle, hier, ne? Und hier dann. Das hat natürlich, oh, wie bunt, oh, wie schön. Das ist aber. Das stresst die Korallen mehr als Wachstum mag vielleicht mehr sein. Aber sonst stresst er die Korallen meiner Meinung nach nur. Ich sehe das ja in meinem Aquarium. Gut. Die kriegt ein bisschen wenig ab, die Stylo. Die ist normalerweise viel, viel bunter, aber da ich die ja, wie gesagt, ständig bewegt habe und die Lampe müsste definitiv, normal müsste die Lampe noch einen halben Meter höher hier oben sitzen. Und dann habe ich natürlich ein besser, aber das ist ja eben nur provisional, also das ist jetzt nur für eine gewisse Zeit, für noch ein paar Wochen, bis ich die neue Lampe bekomme. Und jetzt habe ich halt alles andere schon abgebaut, weil ich ja eh eine neue Lampe bekomme und halt den ganzen Kabelfehlefanz habe ich jetzt einmal weggemacht. Und dann ist das auch einfacher, wenn ich das heute noch umsetze. Gut, ansonsten, wie gesagt, die Clavularia, das ist ja auch eine echt tolle Koralle. Die hat immer mal wieder ein bisschen Cyanus in der Mitte. Sieht man hier auch ganz gut. Da ist ein bisschen Cyanus. Aber ich saug das einfach ab, weil da sind auch immer viel Detritus drin. Ne? Wachsen tut die sonst ganz gut. Die Gorgonie ist auch super aufgequollen. Ist auch ein guter Indikator für KH, wenn du so eine mega dünne Gorgonie hast. Die macht auch tierisch Basaltscheibe, bildet die wie Sau. Die Millepora, die ist richtig fluffig. Was mir auffällt bei der Millepora, irgendwie, mir kommt aber so vor, als Millepora mehr auf LED-Licht stehen als auf TIFF-5. Aber irgendwie kommt mir das so vor. Dass mir hier so eine Prozilopora, die ist auch schön buschig. Die war erst grün und hier ist noch eine, sich selbe Koralle. Da ist sie braun. Siehst du? Das ist die gleiche Koralle in braun, weil sie kein Licht bekommt. Wie sie gesagt hat, das ist definitiv. Wenn die Leute Korallen haben, die braun sind, dann ist das meistens, weil Lichtmangel. Nicht, weil Phosphatwert so extrem hoch oder Nitratwert oder so. Ich glaube, der Nitratwert hat kaum was zu sagen mit der Farbausgebung von Korallen. Und wenn die Korallen halt überall so grünstichig haben, dann ist das für mich, weil die viel zu blaulastig sind, weil die viel zu blaulastig beleuchtet werden.
dann produzieren die so ein grünes Pigment. Und das ist schon, also wenn man das so sieht, das ist schon richtig geil, wenn das mal wächst. Also richtig wächst, gewachsen ist sie schon, aber nicht so, wie ich das normalerweise kenne. Hier, die wächst ganz gut. Ich vergesse die Namen immer. Aber gut, aber ansonsten wächst alles, wird alles sehr, sehr stimmig aus, muss ich schon sagen. Also absolut. Ich bin da wirklich zufrieden. Und hoffe, heute klappt das mit dem Umzug. Gut, also wie gesagt, ich tue nochmal gerade die Kamera, ein Schlusswort. Ja, so sieht das aus. Wieder die Pumpe an. Ich muss mal Acht geben, dass, weil die Fische da in die Pumpe reingehen. Weil so vielleicht. Ich bin am Überlegen, ob ich mal vielleicht so mit einem Magnet so einen Stein mache, wo innen drin aufgehüllt ist. Weil ich glaube, dass die Riffbarsche so richtig mögen in so einer Höhle. Vielleicht tun die da, keine Ahnung, Eier legen oder so. Keine Ahnung, weil mir fällt das immer auf, sobald ich die Pumpe aus habe, die Vortech, die hat ja so einen Korb, da gehen die direkt da rein. Und der Lippfisch auch, aber weil der will halt dann, sucht dann was an Fressen oder so. Aber die gehen da rein, weil die sich dann wohl geschützt fühlen oder so. Ich finde auch Damisella, also Riffbarsche schön, die wie miteinander so harmonieren. Wie gesagt, ich werde noch 4, 5 Stück einsetzen, auf jeden Fall. In das Becken. Ja, da kommen 10 Riffbarsche rein. Ja, ist auch nicht zu viel. Das sind so kleine Mini, die geben ja kaum Ammonium ab. Also von daher ist das schon. Füttern tue ich ziemlich viel. Also ich hau hier richtig Futter rein, weil ich halt Phosphatwert niedriger habe. Dann kannst du richtig. Ich tue hier Muschelfleisch, muss ich übrigens heute noch holen. Muschelfleisch, Artemias auch, aber das sind halt. Artemias sind praktisch null Nährwert. Das ist so ein. Was weiß ich, so ein Häppchen. Dann halt Mastic haue ich auch richtig viel rein. Also die kriegen bei mir schon richtig ordentlich Futter. Trockenfutter gar nicht. Ich fütter gar kein Trockenfutter, habe ich noch nie. Dann habe ich mal von so einer Gamba, haue ich schon mal ein kleines Stückchen rein. Dann knabbern die da dran rum. Und ansonsten, wenn das übrig bleibt, dann essen da die Einsiedlerkrebse. Da haben die auch noch was zu fressen. Das ist aber innerhalb, wie gesagt, das ist keine Stunde im Aquarium. Das ist das, weil ich habe ja auch relativ viele Einsiedlerkrebse und auch relativ viele Schnecken im Aquarium. So, keine Ahnung, 30 Stück, kleine Schnecken. Aber so richtig, die sind aus dem Meer hier, zwei Turbos. Aber die kleinen aus dem Meer hier, die sind nicht so, also so wirklich viel sauber mal drin, ist mir meiner Meinung nach. Aber gut, auch Stoffwechsel, alles gut. Je mehr Biologie drin ist, desto besser ist das. Okay, ja, dann wie gesagt, lass mal einen Kommentar da, ein Like. Ich lese mir, wie gesagt, alle Kommentare durch. Und sonst Wasserwert ist alles wunderbar, also im grünen Bereich, wie sich das gehört. Das will ich jetzt extra auflisten, das wissen wir ja alle. Und im nächsten Video hoffe ich, ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert mit der neuen Lampe für das Aquarium, wann die endlich kommt. Und das neue Aquarium, was ich aufbaue, da kommt natürlich auch noch ein Video zu. Und ja, einfach mir folgen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ich wünsche allen natürlich ein schönes Wochenende, wie immer. Wir haben, heute soll es angeblich regnen, was ich nicht glaube, obwohl es bewölkt ist, aber ich regnen wird es wohl nicht. Relativ warm haben wir heute. Und ich fange jetzt gleich an hier mit dem Umbau, dass das alles so klappt. Okay? Macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao.